Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Bei mir heute auf dem Tisch das nächste oder eines der nächsten Dragonon-Eier von Bulliland Bulliworld, die hier neu erschienen sind. Ihr wisst, es gibt hier 6 kleine knuffige Drachen zum Sammeln. Hier seht ihr die alle in diesem kleinen Leaflet. Wir sehen hier die Feuerdrachen. Wir haben beide schon ausgepackt. Die Wasserdrachen, den blauen haben wir schon rausgeholt. Der grüne fehlt mir noch. Und wir haben hier 2 Wüstendrachen. Einen braunen und einen grünen oder einen helleren. Je nachdem, wir werden es sehen. 2 Eier habe ich. 2 Drachen fehlen mir noch. Und pass auf, man kann hier auch ein bisschen reinhören. Aha. Okay, ich sage euch was, ich glaube in diesem Ei, im rechten Ei, ist der grüne Wasserdrache drin und hier haben wir den Wüstendrachen drin. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht, aber wir schauen uns das an. Ich nehme hier dieses Ei und da haben wir garantiert den kleinen grünen Wasserdrachen drin. Ihr seht hier, die Eier sind 8 cm hoch, sehen schön alt aus, ja, so stellt man sich Dracheneier vor und ihr könnt sie auch aufstellen, weil es hier unten ein bisschen flach ist und ihr seht hier diese Trennlinie, hier können wir das Ei ganz einfach öffnen. Dann bin ich noch mal sehr gespannt, welchen Drachen wir hier drin finden und wir haben den grünen Wasserdrachen. Bin ich gut oder bin ich gut? Ne? Das hier ist das kleine Leaflet, Spyheft, Mini-Poster oder wie auch immer man da heute gerne dazu sagt. Und hier haben wir den kleinen grünen Scheißer, der ist total goldig. Sieht natürlich genau so aus wie der blaue, der nicht wirklich ganz blau ist, sondern wir haben hier ein Violett oder ganz dunkles Lila und hier ja ein toller grüner Kontrast. Ihr seht schon, die Augen haben sie ja auch anders bemalt. Klasse. Übrigens, er hat auch im Vergleich zum blauen keine Punkte auf seinem Körper, ne? Haben sie einfach rein grün gelassen. Was ich hier auch noch beim letzten Mal dazu sagen wollte, hier sind die Flügel richtig rummontiert. So muss es aussehen. Und bei den kleinen Feuerdrachen, da sind die Flügel falsch montiert. Seht ihr das? Die Flügel müssten eigentlich unten nach außen gehen und hier haben wir es gerade umgekehrt. Hier hat Bulliland die Flügel verwechselt, ja? Vielleicht war es auch Absicht, ich kann es euch nicht sagen, aber meiner Meinung nach sind die Flügel hier falsch montiert und bei den Wasserdrachen, auch bei den Wüstendrachen sind sie absolut richtig, ne? Ihr könnt die Flügel aufklappen, das geht. Übrigens finde ich auch toll, wie man den Flügel hier nach vorne machen kann. Hier schützt er sich quasi mit dem Flügel, den könnt ihr noch ein bisschen hochstellen, dann ist das eine tolle Pose, ne? Gefällt mir gut. Und ihr könnt hier natürlich auch mit dem Flügelchen winken. Sehr schön. Die Scharniere, sage ich euch gleich, auch an dieser Stelle sind ein bisschen Schwachpunkt. Für mich wirkt es ein bisschen wie ein Fremdkörper und wenn man hier mit den Flügelchen zu sehr reißt oder hängen bleibt, kann euch das an dieser Stelle unter Umständen auch abbrechen. Also das ist irgendwie so ein bisschen die Achillesferse von diesen kleinen, aber wirklich goldig gemachten 9 Drachen zu Dragonon von Bulliland. So, also hier schöne orangefarbene Augen, die glänzen auch ganz toll, ne? Mit einer schwarzen Pupille und ihr seht, wie sich hier meine Lampen drin spiegeln, das ist okay. Das Gesicht ist ganz breit, aber das Mäulchen läuft doch ganz spitz zu. Auch hier schön die Schuppen zu sehen, die Kopfsegel. Wir haben ganz helles Grün und hier am Rand läuft auch noch dieses dunklere Grün mit drüber. In der Mitte haben wir auch noch so einen kleinen Kamm. Das sieht doch goldig aus, kann man angucken. Auch das Lachen ist nett. Sie haben übrigens ums Mäulchen rum auch noch so ein bisschen hellgrün besprüht. Das ist nett. Die Brust ist komplett grün. Dann sehen wir hier die Füßchen von unten. Ne? Richtige Froschfüßchen mit so Schwimmhäutchen dazwischen. Hier sehen wir die Schwanzspitze. Sieht doch goldig aus. Er hockt hier ganz gemütlich und man sieht hier wunderbar die kleinen, aber feinen Schuppen, die Bulliland dieser Skulptur hier spendiert hat. Ja, Grüße an den Künstler, an die Künstlerin. Ist wirklich nett geworden. Schön kreativ umgesetzt. Das Thema Wasser wurde hier zu 100% wiedergegeben. Oder sagen wir mal, ein Wesen, das am Wasser oder im Wasser lebt, wie dieser kleine Wasserdrachen hier. Dann hier auch die Flügelchen goldig gemacht. Ihr seht die Flughaut, ein bisschen faltig, schön. Hier sieht man halt leider Gottes sehr deutlich dieses Gelenk, ne, was in die Flughaut mit reingeht. Der Rand, den haben sie in dunkelgrün gelassen. So sehen die Flügelchen geöffnet aus. Auch das ist toll. Genauso wie die Schuppen, die hier über den Rücken laufen, ist doch toll gemacht. Ne? Auch der Verlauf von diesem hellgrün in dieses dunkle Grün rein, echt wunderbar gelungen. Also toller, stimmungsvoller, kleiner Wasserdrache
den sie hier ins Leben gerufen haben. Also gefällt mir sehr gut und auch die Pose, ne, wenn das Flügelchen hier unten hat und sich ein bisschen schützt oder versteckt, ja, wunderbar gelungen. Sehen klasse aus, die beiden. In der unterschiedlichen Bemalung sehen sie aus wie zwei unterschiedliche Drachen. Das kann man doch angucken. Brüderchen, Schwesterchen oder vielleicht ein junges Pärchen. Man weiß es nicht so recht. Und ihr könnt die Kleine natürlich auch auf den Eiboden hier setzen. Ne, dann habt ihr hier eine schöne Pose. Das Pfötchen steht hier in die Luft, kein Problem. Einfach die obere Hälfte vom Ei dagegen stellen, dann gibt es doch ein Bild, oder? Kann man doch angucken. Ich finde es nett. Und dann noch ein bisschen hier grün drumherum drapieren, habt ihr netten grünen Wasserdrachen. So, ich lasse das Ganze noch in 360 Grad drehen. Könnt ihr es euch nochmal angucken. Und ich stelle den hier auch nochmal daneben, dann habt ihr auch gleich einen Vergleich. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, wo wir hier hoffentlich den anderen Wüstendrachen drin finden werden. Ne? Gut, bis dahin. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Vielleicht gefällt euch die Serie genauso gut wie mir. Wie schon gesagt, ganz neu in den Läden. Damit danke fürs Reinschauen. Ciao, tschüssi, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Yeah.